Diese fliegenden Mistviecher haben mein Auge. Sie quälen mich ständig. Ohne mein Auge kann ich nicht fort. Ich bin auf Ewigkeit gefangen. Bring mir mein Auge, dann werde ich dir helfen. Hey, hey, fliegende Bastarde, hier drüben! Jetzt, Tante! Mach schon! Was soll ich denn machen? Finde ihr Nest! Ei! So ist gut, wo geht's lang? Du kleiner Mistkerl! Ja, ganz dumm sind die Dämonen halt auch nicht, ne? Wenn die schon hier die Umgebung verzerren können. Was war das? Also wenn das jetzt irgendwie ein Lebensbüppel war, dann war das ja komplett umsonst, weil bei jeder neuen Mission startet man ja mit vollem Leben gewissermaßen. Nein! Da. Da habe ich gesagt. Da seid ihr. Wow! Hui! Ich glaube, mich zu erinnern. Okay, war falsch. Ciao. Ich wollte gerade noch sagen, ich erinnere mich, dass da auch Züge gekommen sind. Ich habe nur absolut keine Ahnung mehr, ob man das irgendwie erkennen kann, aus welcher Richtung. Ah! Ja, kann man offensichtlich. Fliegende Mistkerle. Oh, guten Tag. Ja, man kann diese Viecher übrigens auch kaputt hauen, indem dass man die hochboxt, wenn da gerade ein Zug kommt. Aber andersrum geht das natürlich auch, ne? Ah ja, ja gut. Au! Muss nur aufpassen, nicht selber hochzuspringen. War da nicht irgendwo was Grünes? Da, ja. Juhu. Dankeschön. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin falsch. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Aber ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Da ist dieses Ding, wo man hier reingeflogen kann. Wow. Alles klar und wieder zurück. Das ist jetzt natürlich komplett sinnlos. Aber zumindest haben wir noch eine verlorene Seele gekriegt. Das ist zumindest etwas. Und offensichtlich kommen jetzt auch keine Züge mehr. Gut, ich hätte wahrscheinlich geradeaus gemusst.
keine Ahnung, ob man das irgendwo ran gesehen hätte, dass man richtig gelaufen ist. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Ein Silberschlüssel ermöglicht es Dante, eine Silbertür zu öffnen. Open my silver door. Okay. Ich glaube, da ist das doch nicht richtig. Ich muss bestimmt da rein. Ah, das sieht doch schon. Oh nein. Nicht sowas schon. Ich hasse diese Dinger. Die machen immer so unfassbar viel Schaden. Hallo. Oh, bleib da. So, da können wir uns wieder was kaufen. Schlangenauge. Machen wir das. Yeah. Nein, komm zurück. Nicht weglaufen. Ich bin doch ganz lieb. Ich will doch nur mit euch Kaffee trinken. Oder wie wäre es mit einer Dose Reality? Dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr gibt. Ah, guck, da haben wir hier Arbiter. Ja. Ja, viel Spaß, ne? Bitte. Tschüss. 2 von 21. Geil. Wir sind schon voll weit, ey. Oh Mann. Immer diese Kackdinger. Das ist nur ein Ding. Das Nest. Das muss es sein. Yay. Warum mache ich für einen alten Dämon all diese Arbeit? Oh, richtig. Deshalb. Ich hab's. Das muss das Auge sein. Hallo. Verfickte Fliegeviecher. Meine Rede. Alter, aua. Ah, das aua. Da hat das gute Ding aber nicht aufgepasst. Aha. Nein, da, oh Gott. Alter, was ist da runtergefallen? Weg mit dir. Krieg dich ja doch irgendwann. Siehst du? Hab ich nicht gesagt? Will.
So, jetzt aber Feierabend hier. Naja, was heißt hier Kampf? Die waren halt irgendwo oben am Arsch der Welt. Und irgendwann habe ich die halt reingezogen. Feierabend. Da gab es nichts hier mit guter Kampf oder so. Bäh. Ja. Das hat total viel gebracht, Junge. Entmenschlichung ist deine Erlösung. Bin ich falsch? Mundus ist der Meister des Universums. Habe ich eine Abzweigung verpasst? Ach komm, das waren zwei. Okay. Nein. Gehen wir mal da lang. Sonst. Oh Gott, da gibt es mehrere Ausgänge. Ich verstehe. Da gönne ich mir doch im vierten Teil dieses. Ach, da kam ich her. Da gönne ich mir doch die Fähigkeit vom vierten Teil, wo Nero dann zum Beispiel auf einmal einen Satz gemacht hat und konnte schneller rennen. Ich glaube, das gibt es hier nicht, was ich gerade übrigens sehr schade finde. Mal aufpassen, dass ich hier. Wo ist es? Da oben. So. Mist. Wie geht das da raus? Ja, blöd, ne? Oh Gott. Kann man diesen Kackviecher nicht irgendwie ausweichen? Wenn du die einmal nicht richtig siehst oder so, oder es sind einfach viel zu viele auf einmal. Das kostet so viel Leben. Das ist so dieses. Sag mal, willst du mich verarschen? Hallo? Das kostet unfassbar viel Leben. Das ist so dieses typische, ja, das sind halt diese Lebensräuber, wenn man mal was nicht sieht, ne? Und da schneiden wir halt einfach mal solche Viecher rein, die wohl fucking viel Schaden machen, aber im Grunde eigentlich ganz schnell ausgeschaltet sind und auch nur ein paar Sekunden zu sehen sind. Aber das ist so eine zusätzliche Schwierigkeit. Ja, ich finde das so bescheuert einfach. Sorry. Muss ich vielleicht doch wieder zurück? Ich weiß das nicht mehr. Das ist schon so lange her. Das ist schon etliche Jahre her, wo ich das gespielt habe. Theoretisch gesehen könnte man eigentlich blind hinschreiben. Zumindest im Detail. Oh, kann ich denn? Nö. Ah, schon wieder so einer. Hinterfrage niemals Raptor News. Wo zum Geier muss ich denn jetzt hin? Au! Mistvieh! Oh! Jetzt, Alter. Ich hasse euch! Weg mit dir. So, Feierabend. Nix da. Es kann sein, dass ich richtig bin. Weil diese Viecher da kamen. Ich habe aber ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Kann sein. Ah, warte. Ich glaube, ich muss zurück, ne? Zu dem. Ich habe leider absolut keine Ahnung, wie der Typen heißt. Ach, das ist hier diese Ecke. Ich glaube, ich muss jetzt einfach wieder zurück, wo ich hergekommen bin, weil ich dem das Auge bringen muss. Also heißt das hier. Okay, hier vielleicht. Doch, natürlich. Hier ist ja der Platz. Also heißt es im Grunde eigentlich zurück, Marsch, Marsch und hoffen, dass ich richtig bin. Aha, ich bin offensichtlich richtig. Daran sieht man halt auch, dass es
der richtige Weg ist, wenn da halt so Viecher kommen. Ne, selbes Prinzip wie zum Beispiel bei Project Zero, wenn du gemerkt hast, du bist richtig, da kamen halt diese Geister, wo du fotografieren konntest, da kamen dann halt Feinde. Da kamen halt Feinde und Geister zum Fotografieren und wenn du halt nicht richtig warst und halt Ewigkeiten rumgesucht hast, da kam halt gar nichts. Ne? Da ist schon mal eine Dreiviertelstunde gar nichts passiert, wenn du nicht wusstest, wo du hin musst. Und sobald du dann richtig wieder gewesen bist, hast du dann gemerkt, ah guck, jetzt fällt das runter. Und sobald du dann richtig gewesen bist, hast du dann gemerkt, okay, da kommen Geister, ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Oh, grüß dich. Ah ja, klar, und noch ein paar DKs. Ist klar, wieso nicht? Hallo? Ja, klar, natürlich. Auch nicht schlecht. Hallo? Alles klar. So. Ende der Geschichte. Und ich frage mich trotzdem immer wieder, warum geht Mundus nicht her oder diejenigen, die hier die Kontrolle über das Gebiet haben, oder sagen wir mal Bob Barbers, wenn er weiß, dass ich komme, warum geht der Typ nicht her und hetzt uns einfach tausende seiner Dämonen auf den Hals? Weil irgendwann ist das so viel, da kann... Oh Gott, ich bin gerade erschrocken, ich dachte, ich falle. Irgendwann sind das so viel, da kann selbst Sande nichts mehr machen. Richter! Sie selbst! Mein Auge! Du hast es! Hast du es? Ich kann sehen. Ich kann sehen. Dante. Du kennst mich? Nein. Ich kannte deinen Vater, Spada. Du siehst ihm ähnlich. Spada war ein Dämon. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Nein, natürlich. Du bist ein Nephilim. Auch das sehe ich. Was bist du? Phineas. Gelehrter. Erfinder, Prophet. Dämon. Und bis du kamst, auch Gefangener von Mundus. Ich danke dir. Es war kein Gefallen. Du hast gesagt, du bringst mich zum Turm. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Hier entlang. Abgeschließt. Oh, war auch nicht schlecht. So, ja, da wir jetzt erst bei 18 Minuten sind, denke ich mal, können wir noch eine hinten dranhängen und ich hoffe, die wird dann, aua, nicht ganz so lange. Und deswegen würde ich sagen, wir machen halt einfach gleich beide. So, wir haben wieder ein Plätzchen. Können wir hier noch irgendwas? Ach so, das war die Dingens. Ja, nehmen wir das. Ich glaube, ihr merkt schon, dass ich tatsächlich mit Eriks unfassbar gerne arbeite. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit den anderen Faustwaffen in sämtlichen anderen Devil May Cry gar nicht klarkam. Es ist überraschend, wie gut mir eigentlich Eriks hier gefällt. Auch wenn sie scheiße aussehen, finde ich. Aber was soll's. So, oh, knapp 1200 Kügelchen haben wir schon wieder. Gut. Da fehlen zu den 3,5 ja nicht mehr viel, ne? Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du?
Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Was? Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Ich habe leider keine Ahnung, was das gerade bedeutet hat. Er sieht das nicht. Phineas offensichtlich schon. Und dann dreht er an seinem Äuglein und auf einmal ist alles anders. Also ich vermute mal ganz stark, dass das eher eine, ein Fehler vielleicht in der Übersetzung gewesen ist. Aber das macht irgendwie keinen Sinn tatsächlich. Oh Junge, ich höre dich. Ich komme, um dich zu befreien. Ja. Wow, das macht auch. Ja. Oh, 20 von 40. Immerhin. Ihr Name war Asiel. Ein uraltes Wesen. Ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt. Und getötet. Warum? Sie hielten die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Okay. Ich muss jetzt erstmal... Ich denke mal, ich muss da runter. Okay. Ja, gut, passt. Ohohoho. Alter. Macht mir nicht so... Jagt mir nicht so einen Schrecken. Ich denke immer, ich fliege mega drüber raus. Und lande dann am Ende im Abgrund. Ah, ja, es ist... Asiel? Eine Hexe. Eine wunderschöne Hexe. Nein, es ist ein beschissener Ding. Oh, ich habe leider keine... Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie das geht mit der... Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Ja. Weil ich auch, weil du auch ganz genau weißt, was das mit dem Schlüssel auf sich hat, ne? Tschö! Entschuldigung. Erstmal gucken, wohin. Da lang. Verstanden. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Doch, ich glaube mittlerweile schon.
In Ordnung. Schauen wir, was passiert. Und damit haben wir das nächste Tutorial. Ich weiß leider nicht mal wofür. Ich tippe einfach mal. Oh. Ich tippe einfach mal auf den Devil Trigger. Ich weiß es. Ups, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Na ja, komm. Moment. So. Gerade die Grafik ein bisschen hinterhergehauen. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Sei tapfer, mein Sohn. Ich liebe dich. Neue Fertigkeit freigeschaltet, Dämonentrieb. Als Darbietung Dantes wahrer Macht stürzt sein Dämonentrieb die Welt ins Chaos und schleudert Gegner in seiner Nähe in die Luft. Ja, und damit haben wir unseren Devil Trigger zurück, was heißt zurück, aber freigeschaltet. Dämonentrieb. Wenn du Gegner angreifst, füllst du damit dann das Dämonentriebleiste auf. Sobald die Leiste die Mindestgrenze überschritten hat, kann Dante den Dämonentrieb aktivieren. Setz Dämonentrieb links und rechts. L, was? L und R? L und R ist was genau hier auf meinem Xbox-Controller? Links. Sind das die? Sind das die zwei Knöpfchen drücken? Ich glaube ja. Dämonentrieb, wenn er aktiv ist, leert die Dämonentriebleiste sich. Dantes Gesundheit wird wiederhergestellt und er verursacht zusätzlichen Schaden und ist besser geschützt. Solange der Dämonentrieb aktiv ist, verdienst du Bonus-Skillpunkte für Kampf in der Luft. Also immer schön im Grunde aus der Luft angreifen. Woher kennst du meinen Namen? Woher kennst du meinen Namen? Dante. Richtig, der Turm. Auf dem Weg. Hätte ich ja fast vergessen, ne? Ah. Au. Jetzt.
Da war doch Platz, das Vibrieren meines Kontrolles zu hören. Ja, was ist los mit dir? Du ziehst das Ding an dich ran, aber drehst dich dann in die andere Richtung? Dein Ernst? Was ist mit dir kaputt? Ah, das ist unnötig. Unfassbar unnötig. Ich hab Zeit, Kind. So kann man übrigens auch die Folgen in die Länge ziehen. So, Feierabend jetzt hier. Oh, nee. Ja. Ich sagte einfach nichts. Boah, Kiddes. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin soll. Ach ja, wie war das? Hör mal, das hier. Wo sind die denn alle? Ist noch irgendwo was? Nee, fertig. Ah, guck mal, da oben ist Leben. Ja, das nehmen wir noch mit. Da haben wir dann wenigstens unsere Leiste voll. So. Wo muss ich hin? Da raus? Ich glaube schon. So, Verbesserungen. Man kann den Devil Trigger scheinbar auch gar nicht upgraden oder so. Nehmen wir mal das. Oh, Moment, mein Auge juckt. Ah, schlimm. So. Du machst das super, mein Freund. Ja, und schon wieder diesen Kackweg zurück. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich wäre falsch. Bin ich gerade erschrocken. Tipp für Fortgeschrittene. Gefallene Harpier. Die Flügel von Harpien können mit Dantes-Feuerwaffen vernichtet werden. Doch reagiere schnell, denn die Flügel wachsen nach einer Weile nach. Erst muss ich mal wieder unter den Lebenden weilen hier. Das war nicht gut. Oh. Oh, hi. Weg mit euch. Oh. Ja, Mist. Der lacht mich aus. Aua. Geh nicht so weit an den Rand. Oh, Feierabend. Wow. Junge, du bist klasse. Du bist noch viel klasserer. Hä? Jawohl. Gut gemacht. Wir haben den also die ganze Zeit die Flügel abgeschossen. Ich verstehe. Haha. Ende. Ja, ich bin gerade sowieso ein Todesritter, der mich auslacht. Tja, blöd, ne? Au! Okay, die ist zu weit weg. Yeah!
So, jetzt gibt's auch die Fresse, Mädel. Sense. Sonst noch was? Nö, gut. Ah, Leben. Endlich sieht man mal ein bisschen öfter diese Lebensbüppel hier. Oh, Junge, das Ding steht direkt vor dir. Wie schlecht kann man einem bitte zählen? Irgendwo ist noch ein... Oh, ich glaube, der ist auf der anderen Seite drüben irgendwo. Komm ich denn da irgendwie durch? Hi! Das geht auch nicht. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich kann wahrscheinlich irgendwie um die Ecke fliegen, aber... Ich bin froh, dass ich mal volles Leben habe, ehrlich gesagt. Ups. Absoluter Wahnsinn. Komm her. Was ist los? Du hast deinen inneren Dämon gefunden. Doch du musst dein volles Potenzial erschließen. Eigentlich will ich nur einen Dämonenkönig namens Mundus töten. Und wenn du Mundus tötest, wer wird seinen Platz einnehmen? Das ist eine verdammt gute Frage. Da hat man sogar gerade bei Dante die Zahnräder im Kopf rattern sehen. Gut, wie man sieht, wir sind wieder ein bisschen weiter. Das hatte tatsächlich länger gedauert, als ich erwartet hatte, aber macht nichts. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mache das so gut, wie es geht, immer nach den Missionen. Und sollte das halt mal ein bisschen länger dauern, dann ist das halt einfach so. Und dementsprechend nicht böse sein. So, die nächste Mission ist abgeschlossen. Jetzt geht's langsam Richtung Turm, aber erst in der nächsten Folge. Ne? Also wir sehen uns dann. Tschüssi.